Von China aus ging die Reise nun wieder heimwärts. Zunächst wieder durch das Gelbe Meer, das Ostchinesische und das Südchinesische Meer nach Singapur zum Bunkern. Eine Tagesreise nordwestlich der malaiischen Halbinsel lag unser letzter Hafen in Asien, Port Klang. Von Port Klang aus unternahmen wir einige Ausflüge in die nahe Hauptstadt Kuala Lumpur. Zunächst stärkten wir uns kulinarisch, um dann das Nationaldenkmal sowie die Nationalmoschee zu besichtigen. Etwa 50 Kilometer außerhalb der Stadt liegt das hinduistische Heiligtum der Batu-Höhlen. Der Eingang des Höhlensystems ist über eine Treppe mit 275 Stufen erreichbar und bei der herrschenden Hitze schon ziemlich anstrengend. Sajan, Sajan.
Zahlreiche Figuren aus der hinduistischen Mythologie zieren den Aufgangsbereich der Treppe. Eingangsbereich befinden sich einige Schreine und Andachtsecken, bis man in die eigentliche Höhle, ein ca. 4 Kilometer langes unterirdisches System, gelangt. Zahlreiche Vögel und Fledermäuse bewohnen dieses System in großer Zahl. Diese missgebildete Kuh galt seinerzeit als Heiligtum und nach ihrem Tod ein Jahr später wurde dem Tier sogar ein Denkmal gesetzt.
Betreten dieser Moschee, die ganz aus Marmor gebaut ist, müssen die strengen muslimischen Bekleidungsregeln eingehalten werden und so können sich entsprechend nicht gekleidete Besucher, ganz besonders Frauen, mit Leihumhängen verhüllen. Über den Indischen Ozean ging die Reise nun weiter westwärts Richtung Südafrika und der Routine-Bordbetrieb wurde wieder aufgenommen. Heute sehe ich diese Aktion, so ohne Netz und doppelten Boden, natürlich völlig anders. Damals aber wollte ich wahrscheinlich meine vorangegangene Matrosenausbildung nur unter Beweis stellen.
Je weiter wir in den südlichen Teil des Indischen Ozeans gelangten, desto öfter konnte man Wale beobachten, die hierher aus den antarktischen Gewässern kamen. Schließlich näherten wir uns der Inselgruppe der Mascarenen, zu der unter anderem die Insel La Réunion und deren Nachbarinsel Mauritius gehören, bevor wir schließlich Madagaskar an Steuerbord passierten und in südafrikanische Gewässer kamen. Nachdem wir Afrikas südlichsten Punkt, das Kap Agulhas, passierten, wurde der Kurs nordwärts durch den Atlantik fortgesetzt, unterbrochen nur von dem halbstündigen Postwechsel in Sichtweite von Kapstadt. Das war mein damaliger Arbeitsplatz als Funker. Eine seinerzeit hochmoderne, nachgerüstete Telegrafie- und Sprechfunkanlage mit einer Sendeleistung von 1500 Watt. Diese sicherte eine ziemlich hundertprozentige Verbindung nach Deutschland und den Rest der Welt von jeder Ecke, in der sich das Schiff gerade befand. London war unser erster europäischer Hafen, wo Paula und ich den Aufenthalt ebenfalls nutzten,
um uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten dieser Riesenstadt anzusehen. Thank you.
Nach einer Reisedauer von insgesamt 7 Monaten und 17 Tagen ging diese schließlich für uns im nächsten Hafen Hamburg genau an meinem 28. Geburtstag, den 19. Februar 1974, zu Ende.